Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS19 PS4 auf der Felsbrunn. Erste Folge heute am Freitag. Ja, heute ist Freitag, heute ist Feiertag, gibt es zwei Folgen. Beziehungsweise sind ja vier freie Tage. Also haben wir viermal zwei Folgen. Ich denke mal, dass wir damit Maishexen auf alle Fälle fertig sind. Aber eigentlich hoffe ich, dass wir noch ein bisschen mehr schaffen. So, unser Häcksler steht. Der steht natürlich auch wieder doll im Weg rum hier. So, da müsste ja der gelbe Hänger eigentlich auch dran passen. Okay, den nimmt er auch. Tja, dann sind wir jetzt nur noch Abfahrer. Da werden wir jetzt immer den Hänger herbringen, austauschen und nur noch abfahren. Müsste ja theoretisch schneller gehen, als wenn wir selber nebenher fahren. So, 136.000 haben wir schon drin. So, der Häcksler ist auch schon auf dem Rückweg, also müssten wir einfach nur hier vorne warten, dass wir den nächsten vollen Hänger kriegen. Ist mal ein Stück weg, ich weiß nicht, was wir Platz braucht zum Wenden. Denn in den gelben Hänger gehen ja nur 31.000 rein. Aber er müsste ja theoretisch... Ja, zwei Bahnen müsste er genauso schaffen.
Was ist jetzt? Hänger zu schwer. Der hier war doch theoretisch noch schwerer mit 34.000 dann. Hätten wir wohl gar nicht mitfahren. Könnten wir den jetzt die 5% hier noch abluchsen? Mal sehen. Ne, gibt er uns nicht. Ja, schon wieder auf der Rücktour, der Häcksler. Bin mal gespannt, ob er den Ladewagen komplett voll macht.
Wir haben den Ladewagen halt anscheinend nicht so die Probleme wie in der anderen Hängung. Dann muss es am Hänger liegen. Der bockt den ganz schön oft, den hier. Aber das Zugmoll kann ich ja vorne nicht verstellen. Nee, das geht nicht. Ja, ein Drittel haben wir aber schon gut abgehäckselt. Ja, oder es gibt doch nicht so viel Ertrag. Dann müssen wir letzten Wachstumsstufe häckseln. Wieso steht unsere Zeit jetzt auf 120? Eigentlich vorhin einfach auf den Knopf gekommen. Na gut, wenn wir eine Zeit vorspulen. Wird man ja sehen, ob wir mehr Ertrag haben. Aber dann wird es ja auch dunkel. Ah, das reicht schon. Da kommt das Wachstum.
Es wird doch nicht voll. Also muss dann definitiv am Hänger liegen. Und an der Feldeinfahrt hat er auch was stehen lassen. Ui, jetzt fahren wir es natürlich platt, dann da hinten ist auch nichts. Den Hänger voll, dann müssen wir sehr mit einem Mehrertrag haben, weil das andere ist ja dann reif. Würde ja heißen, müsste ja theoretisch müsste ich ja unsere Felder düngen können. Also 17, 18, 19. Also düngen geht es auf alle Fälle. Man sieht, es ist eine Wachstumsstufe drauf im Feld. Irgendwie fährt der Hänger nicht geradeaus. Aber ich würde sagen, es liegt am Fahrer. Da würde ich aber sagen, das soll es erstmal gewesen sein für die erste Folge heute. Nachmittag werden wir uns angucken, ob es mehr Ertrag gibt, wenn es reif ist, der Mais. Ich sag mal vielen Dank fürs Einschalten, dann bis heute Nachmittag, bis dahin und tschüss.